Die Goldbrötchenbäckerei Jans Müller aus Kottengrün ist vielen Vogtländern und Zwickauern ein Begriff. Seit 1992 hat sich die Firma dem traditionellen Bäcker- und Konditorenhandwerk verschrieben. Die Kunden können das schmecken und bald auch sehen. Die Bäckerei errichtet derzeit eine Schaubäckerei in Falkenstein in der Nähe der Hetzner Online GmbH. Auf der Baustelle herrscht Hochbetrieb. Außen und innen sind die Handwerker fleißig bei der Arbeit. Hier wird etwas ganz Besonderes gebaut. Also wir stehen hier vor der ersten vogtländischen Holzofen-Schaubäckerei, die wir seit vorigem Jahr angefangen haben zu erbauen. Die Bäckerei befindet sich ganz in der Nähe der Hetzner Online GmbH. Nicht gerade ein zentraler Standort, doch das war Absicht. Den Standort haben wir sehr wohl hier ausgewählt, weil die ruhige Kulisse, die ruhige Umgebung, da passt genau so eine Bäckerei hin. Das hat nichts mit Industrie zu tun, das ist ein Rückschritt, der gleichzeitig einen Fortschritt bedeutet, weil man soll schließlich wieder mal erkennen, wie das alte Bäckerhandwerk überhaupt zustande kam. Und das wird von uns hier zu 100% verkörpert. Die Eröffnung ist für 2020 geplant. Wann genau, das steht noch nicht fest. Auch wie viele Gäste im Café Platz finden werden, ist noch unklar. Das hängt von der Bestuhlungsvariante ab. Alles andere hat Gerd Jans Müller schon lebhaft vor Augen. Hier in diesem Bereich wird dann später mal sich der Verkaufsraum befinden, wo man dann hier an einem niedrigen Tresen sich anstellen kann, kann eine Tasse Kaffee trinken und kann dann direkt in das Backgeschehen einsehen. Derzeit entstehen die zwei Blickfänge der Schaubäckerei. Eine Firma aus der Eifel errichtet zwei wunderschöne gemauerte Natursteinbacköfen, die auf zwei Seitenfeuerungen mit Holz befeuert werden. Bei diesen Öfen handelt es sich um direkt beheizte Backöfen. Das heißt, das Feuer brennt im Backraum, da wo anschließend dann das Brot gebacken wird. Gebacken wird auf Tuff Naturstein. Das ist ein vulkanisches Gestein. Und das kommt daher, wo wir auch herkommen, nämlich aus der Eifel. Tuffstein eignet sich hervorragend zum Backen. Er ist feuerfest, er nimmt die Wärme beim Feuern schnell auf und gibt sie langsam wieder ab. Der Bäcker sagt weich an das Gebäck wieder ab. Es wird nicht aufbrennen. Durch das Vorkommen des Tuffsteins hat sich in meinem Heimatort Bell in der Eifel regelrecht ein Backofenbauerdorf entwickelt. Es gab dort nach dem Zweiten Weltkrieg noch etwa 14 selbstständige Backofenbaufirmen. Davon übrig geblieben sind heute zwei. Wir sind ein kleines Familienunternehmen, das ist ausschließlich mit Steinbacköfen beschäftigt. Bei diesen gemauerten Öfen, die mit Holz befeuert werden, verwenden wir den Tuffstein, so wie er aus der Erde kommt, als geschnittene und geschliffene Platten. Die Ofenkonstruktion hat sich seit Jahrhunderten nicht verändert. Wenn man jetzt so einen Ofen baut, der die Bäckertradition darstellt, so wie die Bäcker früher immer gebacken haben, dann möchte man natürlich auch vom Aussehen her dieses Nostalgische auch im Design rüberbringen. Schon jetzt ist es ungemein interessant, den Handwerkern zuzusehen. Die Firma ist bundesweit unterwegs. Auch in der Schweiz, in Österreich, Dänemark und Kroatien haben sie schon Backöfen gebaut. Für einen Ofen brauchen wir etwa 5 Wochen. Insgesamt vom ersten Stein bis zur abschließenden Sandauffüllung auf dem Ofen. Wenn der Ofen fertig ist, wird das erste Feuer von der Firma angefacht. Hier wird der Kaminzug und alle Funktionen getestet. Anschließend bleibt der Ofen eine Woche stehen. Dann wird er 2 Wochen lang jeden Tag vom Bäcker geheizt. Dabei wird die Temperatur täglich um 20 Grad gesteigert. Für die Bäckerei Jans Müller baut Klaus Häuft gleich 2 Öfen. Jeder Ofen hat eine nutzbare Backfläche von 5 Quadratmetern. Und der erste Ofen, hier rechts, ist fertig. Das heißt, da können wir jetzt sehen, wie das Gebilde fertig aussieht. Es braucht nicht viel Fantasie, um sich das Innere der Schaubäckerei vorzustellen. Ohne Zweifel wird sie in der Region ein Besuchermagnet werden.